Willkommen zu einem neuen kurzen Video von heimnetzwerk.wlanlevel.com. Heute möchte ich dir gerne zeigen, wie du die Zeichentabelle, wo du alle zu deinen installierten Schriftarten verfügbaren Zeichen verwenden kannst, um diese beispielsweise zum Einfügen von Sonderzeichen oder Symbolen zu nutzen. Was meine ich eigentlich genau? Dazu klicke einmal bitte in Suchfeld und gebe hier ein Zeichentabelle. Dann wählst du das entsprechende Suchergebnis hier aus und es öffnet sich die Zeichentabelle. Was ist eigentlich die Zeichentabelle? Über die Zeichentabelle hast du Zugriff auf jedes Zeichen, das zu einer bestimmten Schriftart installiert ist. Ja, also jede Schriftart setzt sich ja aus allen möglichen Zeichen zusammen. Und je nachdem, wie umfangreich eine Schriftart programmiert wurde, gibt es auch unterschiedliche Zeichen für diese Schriftart. Ich erhalte nun immer wieder oft Anfragen, wie kann ich denn dieses Zeichen und das Zeichen oder irgendein Sonderzeichen, das ich bei einem anderen gesehen habe, nutzen? Ich weiß nicht, wo ich dieses finde. Und genau diese Zeichentabelle ist die Anlaufstelle, um solche Zeichen zu finden. Hier haben wir jetzt die Schriftart Arial und unterhalb dieser Schriftart siehst du jetzt hier alle für diese Schriftart installierten Zeichen. Diese kannst du jetzt hier durchscrollen. Und wenn du die Schriftart Arial nutzt, ja, dann kannst du hier irgendeine dieser Schriftsymbole verwenden. Und unter diesen Schriftarten gibt es auch die sogenannten Wingdings-Schriftsymbole. Klick einfach mal hier oben in das Feld Arial hinein und gebe hier ein Wingdings. Und dann werden dir die Symbole für die Schriftart Wingdings angezeigt. Unter Wingdings findest du jetzt hier keine Buchstaben oder Zeichen, die in irgendwelchen Schriften verwendet werden, sondern hier werden diverse Grafiken zur Verfügung gestellt, die du bei der Verwendung anderer Schriftarten nutzen kannst. Ja, also wenn du jetzt hier beispielsweise so eine Schere einbinden möchtest als Symbol, ja, dann klickst du diese hier an, wählst das aus, dann siehst du hier unten in der Zeichenauswahl dein ausgewähltes Symbol und klickst dann hier auf Kopieren. Jetzt ist es in der Zwischenablage und du könntest es jetzt beispielsweise in einem Word-Dokument über die Einfügen-Funktion nutzen. Interessant zu wissen an dieser Stelle ist, es gibt mehrere Wingdings-Zeichentabellen. Klick einfach mal hier aufs Auswahlfeld und dann wählst du jetzt hier Wingdings 2 oder Wingdings 3 aus und damit erhältst du weitere Symbole, die du in anderen Dokumenten verwenden kannst. Die Zeichentabelle ist eine Variante, um auf diese Sonderzeichen zuzugreifen. Wenn du irgendwelche Office-Pakete nutzt, wie Microsoft Office oder andere Office-Pakete, dann solltest du eigentlich über das Dokument und die entsprechende Schriftauswahl auf diese zugreifen können, wenn sie auf deinem System installiert sind. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Jetzt weißt du, wie du auf diese Art von Sonderzeichen zugreifen und dann nutzen kannst. Vielleicht war ja dieser kleine Tipp interessant für dich. Dann würden wir uns natürlich sehr über einen Like und einen Kommentar von dir freuen. Bitte vergiss nicht, auf die Glocke und den Abo-Button zu klicken. So wirst du dann auch über jedes neue Video von uns informiert. Tschüss, bis zum nächsten Video. Thomas von Heimnetzwerk und WLANlevel.com. So, das war es für heute. Bitte vergiss nicht zu liken, einen Kommentar zu hinterlassen und natürlich ganz wichtig, den Abonnieren-Button klicken, sonst könntest du ja eins von unseren neuen Videos verpassen. Dann tschüss, bis zum nächsten Video.